Ich dachte, bei dieser Form dieses Turnieres trifft man auf Bekannte. Doch wir mussten erstmal suchen, bevor wir irgendetwas fanden. Jetzt unterscheiden wir euch zwischen dem einen, der nur scheiße rappt, und den anderen beiden, die nur scheiße rappen. Da habt ihr vielleicht einen schönen Namen gesucht. Erzählt doch mal, ihr kleinen Racker, wie kam es dazu? Ihr wollt eine schöne neue Welt, individuelle Gefühle. Brave New World! Jungs, das war doch Abi-Lektüre. Einfach den ersten besten Namen, den man kriegen kann. Yo, yo! Beinahe hättet ihr euch Effi Bries genannt. Yeah. Bei euren Texten soll der Kriegerwille ausbrechen. Aber davor erstmal die Fliegerbrille aufsetzen. Oh. Ganz schön abstrakt verpackt. Yeah! Doch ganz schön verkackt. Verkackt! Ihr macht auf Anti gegen alles. Doch sobald es der Fall ist, dass man auf Anerkennung stößt, wird sich verbogen, bis der Hals bricht. Nein, wir passen uns nicht an. Doch wenn wir sagen, rappt auf diesen Beat, dann macht ihr's. Eure Künstleragentur, verraten von euch selbst. Und jetzt legt dich schlafen, brave neue Welt. In den Tiefen des Raps haben sich drei Rapper gefunden. Und sie kriechen aus den Löchern, um die Welt zu erkunden. Entdecken die Musik als Kunstform und Ausdrucksmittel. Und von da an produzieren sie einen Haufen Pisse. In den Tiefen des Raps haben sich drei Rapper gefunden. Und sie kriechen aus den Löchern, um die Welt zu erkunden. Doch wer da wirklich hinter steckt, ja, das werden wir sehen. Yeah. Flashback 2010. Ey, war Bladesa nicht der Psychotyp, der Hieroglyphen rappt? Der ist ein Spasti, denn zugegeben, der kennt schon das Synonym für Synonym. Brave New World ist echt ein gar nicht schlechtes Buch gewesen. Doch das als Name für die Crew zu nehmen? Hm. Sogar das Cover habt ihr drei skopiert. Ihr drei probiert die Anti-Alles-Haltung. Props dafür, die habt ihr 1A1 studiert. Ihr drei kleinen Nörgeltanten, alles was euch stört ist alles. Und alles was euch für Veränderung fehlt ist wirklich alles. Ihr wollt was ändern, denn kein anderer traut sich. Wie soll das gehen, Jungs, wenn man rappt wie dieser Kraft, wie die aussieht? Ihr pseudokritische Boy-Group, euch zu ficken ist voll schwul. Was heult ihr? VBT macht Spaß und Spaß täte euch gut. Ihr drückt auf die Tränendrüse, Tränen fließen auf den Emo-Beat. Dagegen wirken nicht mal Eno-Videos depressiv. Was schreibt ihr bitte für'n Quatsch aufs Blatt und seid dann immer so abgefuckt, dass ihr drei verbitterten Waschweiber keine richtigen Punchlines habt? In den Tiefen des Raps haben sich drei Rapper gefunden. Und sie kriechen aus den Löchern, um die Welt zu erkunden. Entdecken die Musik als Kunstform und Ausdrucksmittel. Und von da an produzieren sie einen Haufen Pisse. In den Tiefen des Raps haben sich drei Rapper gefunden. Und sie kriechen aus den Löchern, um die Welt zu erkunden. Doch wer da wirklich hinter steckt, ja, das werden wir sehen. Ja. Yeah. Flashback 2010. Vor eurer Qualifikation fand ich euch immer eher wack und voll behindert. Doch ich muss ehrlich zugeben, da wart ihr noch ein Tick beschissen. Ey, der Sieger kriegt einen Splash-Auftritt, wie macht ihr das? Schickt den USB-Stick mit paar MP3s und Videoeffekten hin? Was seid ihr für drei Ergotherapeuten? Ist ja herrlich, wieder lerne ich. LSD ist echt gefährlich. Yo, wie kriegt man einen Pladesa nur zum Schweigen, verdammt? Gar nicht, der hält automatisch die Fresse, sobald der Duden keine Seiten hat. Allein gelassen von der Welt hat sich Pladesa verschanzt. Zum Lesen im Schrank, sammelt die Kraft zum Reden und dann, während er schreit, los Anhänger, greif zu den Waffen. Sein bester Freund Hardstyle und ist gerade am Schaffen. Dass du auch immer noch so scheiße rappst, die keiner checkt. Weil deine Texte klingen, als hättest du gerade Shampoo-Inhaltsstoffe eingerappt. Bladesa nennt uns einheitsfrei, was ist das denn für ne Scheiße? Nix ist mehr Standard, als andere als Standard zu bezeichnen. Aber keine Angst, da gibt es ja noch Karriere auf 59 mit großen Augen, alles nachahmen, so wie ein Säugling. Doch während der erste enttäuschte, nimmt 95 Texte von Chris Miles und übersetzt sie ins Deutsche. Ach, diesen Kaputtmacher mach ich mit deiner Zeile kaputt. Aber dafür macht er mich mit ner Zeile zum Kaputtlachen. Den Rappern, die als Markenzeichen Artarbeiten haben, geben mich und dieser Moon einen Tritt mit dem Fuß. Flashback 2010. Hier ist das Team Die Anderen, ne? Bestehend aus Lios, Bladesa. Ich bin extra aus Hub und hergekommen für das Battle. Jetzt schon? Ja, jetzt schon! Bladesa. Alter, das hätten wir ja nie gedacht. Wie jetzt, Mann, der große Fürst der Unterwelt heißt gar nicht Sauron, sondern Martin. Ich dachte immer, du bist Voldemort. Du bist ja voll der Horst, du heißt nicht nur, du siehst auch noch aus wie ein Martin. Nach den Paarungen dachten wir nur, hoffentlich klappt's. Doch nach dem Video haben wir 2 Wochen gelacht. Und wir so, nein, Mann, das ist er nicht, das kann er doch nicht sein. Doch dann wirst du da noch vorgestellt und wir beide so, nice. Ey, yo, der blond bebrillte Bloody, Rächer der Gerechten mit engelsgleichen Locken und Hang zu gutem Essen. Ey, hier sehen wir den Echten und was lernt man daraus? Richtig, besser verstecken, das lernt man daraus. Nur diese 9-5 und Kaye haben dich schon gesehen. Was glaubst du, warum die nie mit dir ein Video drehen? Wie hast du die beiden denn bitte von deinem Plan überzeugt? Kein Plan, die haben keinen Plan, noch waren vom Plan überzeugt. Schluss.